Wir sind jetzt bei MV Augusta und stehen vor der neuen Brutale 675 öfter Dreizylinder. Und neben bei mir ist Massimo Bordi, Vizepräsident von MV Augusta, mit dem ich jetzt ein bisschen über das Motorrad reden werde und auch über die Firma MV Augusta. Massimo, l'MV Augusta al momento come è messa, come dita? Ma stiamo andando sempre meglio, stiamo chiudendo il 2011 molto bene con 4.000 moto, tutte quattro cilindri, ma adesso arriva la grande novità che ci permetterà di crescere moltissimo nel 2012. Also er sagt, im Jahr 2011 ist es Ihnen jetzt ganz gut ergangen. Sie haben insgesamt 4000 Motorräder produziert, alles Vierzylinder. Aber im nächsten Jahr mit dem Dreizylinder erwarten Sie sich natürlich viel mehr. Quanti ci saranno più o meno prodotti? Ma noi riusciamo l'anno prossimo a raddoppiare i volumi, anche in una logica di prudenza, perché la tre cilindri che si colloca tra i 9.000 e i 12.000 euro entra nella pancia del mercato, quindi è facile aumentare i volumi con la tre cilindri. Also er sagt, Sie glauben, dass Sie im nächsten Jahr doppelt so viel produzieren würden, was auch an den Preisen liegt. So die F3 wird ungefähr 12.000 Euro kosten, das wussten wir ja schon. Und die Brutale, die dann im März kommt, kostet ungefähr um die 9.000 Euro, 9.500, was auch ein sehr günstiger Preis ist für MV. Jetzt wollen wir aber auch noch ein bisschen über die Technik reden. Parliamo un po' di tecnica. La Brutale... Uno quando arriva e poi che contenuti tecnici ci sono? Allora, la F3 inizia la produzione in dicembre, quindi tra pochi giorni. E quindi cominciamo in dicembre con la Oro e poi continuiamo con la serie normale da gennaio in poi. Aspetta un attimo che traduco. Die F3, da läuft die Produktion jetzt im Dezember an, erst die Serie Oro. Und im Januar kommt dann die normale, eben die für knapp 12.000 Euro, über die wir geredet haben. La Brutale segue, sarà già in consegna in aprile. Bisogna ricordare che qui stiamo parlando di una piattaforma comune, quindi tutte le parti più importanti sono in comune, tra la F3, la B3 e altri modelli che arriveranno. E quindi per noi, una volta messa a punto la F, sviluppare gli altri modelli è più facile. Die Brutale kommt dann wahrscheinlich im April auf den Markt, also die Produktion läuft im März an. Und der Großteil der Technik haben beide Motorräder gemeinsam. Er sagt, die wichtigste gemeinsame technische Lösung ist die Kurbelwelle, die sich rückwärts dreht. Das hätten sonst nur die Grand Prix Motorräder und das ergibt auf der Straße eine bessere Fahrbarkeit des Motorrads. Und das haben beide Motorräder gemeinsam. Ansonsten natürlich 675 Kubik, Dreizylinder. Die F3 ist mit 128 PS homologiert. E omologheremo la B3 a 115 cavalli. Und die Brutale wird 115 PS haben, sie wird homologiert. Er hat vorhin auch von anderen Motorrädern gesprochen, die noch kommen werden, immer auf dieser Plattform. Mal schauen, ob er uns noch was sagt zu dem Thema. Ma posso dire che sulla piattaforma, diciamo tre cilindri, la F3, la B3, poi di sicuro faremo altre due moto per rispondere meglio al mercato, per avere una fascia di clienti più larga, ma sempre nella logica esclusiva della MV. E che altre moto sono? Non me lo dici, no? Non lo dico. Also, er sagt, wie erwartet, was genaues sagt er uns nicht, aber es wird noch zwei weitere Motorräder geben auf dieser Dreizylinder-Plattform, weil sie noch besser auf den Markt reagieren möchten und natürlich auch immer noch mehr Kunden haben möchten, was ja alle wollen. Trotzdem sagt er, wird MV weiterhin ein exklusives Produkt bleiben. Und das wünschen wir uns ja auch.